Die Schatulle in der, aha, mit Jugendfremde Horizonte. Was ist das jetzt eigentlich mit der Quest mit dem Essen hier? Ja, okay, das haben wir nicht fertig gemacht. Blöd. Hätten wir dann doch, als wir da rauskamen, rausgegangen sind, irgendwie da gleich die Kürbisse finden müssen, scheinbar. Naja. So. Oh, Kürbis. Wobei, es bringt uns ja auch nichts mehr für die Quest. Ist das hier, wo wir herkommen? Rastplatz. Flusstal, hier unten, das ist dann, glaube ich, hier, das muss dann irgendwo die Stadt sein, oder? Ja, das sieht so nach Stadt aus da. Aber erstmal kurz speichern. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ist das dann jetzt hier hoffentlich? So, was haben wir denn hier? Oh, schick. Alte Dammwarte. Ah, da vorne ist das Lager. Gehen wir hier rein. Da schauen wir wirklich rein. Schauen wir uns erstmal das Lager hier unten an. Oh Gott. Ist das ein Bandit? Ja. Oh Gott. Stopp! Triffst nicht, haha. Und, ah. Mit dir. Okay. Alter Vagabundenstiefel. Pfeile nehmen wir mit, Dietrich nehmen wir mit, eisernen Schuhe brauchen wir nicht. Wobei die sind Wert 13. Vielleicht verkaufen wir die. Ein Langbogenschaden 8 und eine Vagabundenkluft. Jetzt ist er natürlich nackig hier. Wir haben noch die alte Robe, die hat auch Rüstung 13. Unsere Schuhe haben 0 Rüstung, das heißt, wir nehmen die Vagabundenstiefel. Die Rüstung hat 13, die Vagabundenkluft hat auch 13. Aber sieht, glaube ich, cooler aus, oder? Ja. Gott, jetzt sehen wir auch schon aus wie irgendwelche Räuber hier. Wir dachten, wir haben da so einen Trinkhorn oder was an der Seite. Schick. Es gibt auch irgendwie Rucksäcke in dem Spiel, die man dann braucht. Finn, was hat er denn? Ein Abzeichen der Apothekari, das nehmen wir mal mit. Oh, Stahlpfeile, ja, das klingt doch gut. Und hier der gute Carbos. Auch ein Abzeichen, ein Eisenschwert. Schaden, das macht unseres auch schon. Aber können wir ein bisschen verticken für ein bisschen Geld. Ansonsten starker Honigwein. Lebensobservation. Gut, dass ich es nicht versucht habe zu kaufen. Eine Artischocke, eine Distel. Wir nehmen natürlich mit, was wir kriegen können. Wie gesagt, das gehört jetzt hier einfach zu Rollenspielen so. So. Dann haben wir das alles. Waffenmäßig, ja, altes Schwert. Okay, ja, vom Schaden her geben die sich nichts, daher lassen wir das mal. 8. Ah, okay, der Bogen ist besser, das heißt, wir tun den da. So, den brauchen wir nicht mehr. Den können wir auch nochmal reintun. Und bei Magie haben wir ja eh hier noch den. Genau, Schatten des Windes. Der hatte ja. Bewegt euch kurzfristig erheblich leiser und hat einen 7. Okay, das war das Crit-Ding. Genau. Den Heal haben wir noch drin. Jetzt kann man sich nicht mehr hinsetzen. Schade. Oh. Okay. Dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Schauen, was wir hier so Schönes finden. Eine Muschel. Muschelfleisch wurde dem Inventar hinzugefügt. Sehr gerne, nehme ich alles mit. Korb. Ah, jetzt habe ich den ganzen Korb gefunden. Ich wollte dich suchen, dachte ich. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist jetzt hier nur. War alles. Korb. Da. Wiedersehen.
Ah, okay. Upp. So. Was haben wir denn da Schönes? Blauer Quarz. Blauer Quarz. Wasser wieder. So. Dann, wir konnten da oben, glaube ich, noch reingehen in dieses Dammgebäude. Das werden wir, glaube ich, auch mal machen. Ich muss da nur umschauen. Da komme ich vorbei. Aber hier ist, glaube ich, eh nichts mehr. Ne. Da liegt noch was. Das ist nicht mehr blauer Quarz. Der hat 29, also. Hm. Hat sich gelohnt. Mehr. Ja, nice. So, das können wir schon mal ein bisschen dann verticken. Das waren jetzt schon irgendwie 150 Gold oder so. Oh, ein Amethyst. Das ist hier voll die Goldschürfergrube, habe ich das Gefühl. Ja, finden wir noch mehr. Coole Steinchen. Muss ich das Wasser mal absuchen. Ne. Leider nicht. Aber war ja schon mal eine ganz gute Ausbeute, würde ich sagen. Weil da haben wir jetzt gleich das ganze Zeug hier. Bücher, Zutaten, Verbrauchsgegenstände, Schriften, Tränke, sonstiges. Ja, der ist 100 wert und wir haben 7 mal 29, also da können wir uns schon mal ein bisschen was dann von kaufen. So, speichern und dann gehen wir jetzt da oben rein. So, alte Dammwarte. Blasebalg brauchen wir nicht. Lederstreifen. Klingt nach guten Hand. Eisenerz. Ein Hammer. Zange, Hammer. Brauchen wir nicht. Muss natürlich leise sein. Man weiß ja nie so, wer alles hier ist. Schönes Bild. So, dann schauen wir mal nach oben. Nicht, dass hier noch mehr Banditen sind. Wendet Fallen und Ölpfützen, um Feinde zu beschädigen, bevor sie sich entdecken. Was haben wir? Spinnen. Okay. Oh Gott, zu spät. Ah. Oh Gott, hauen die rein. Oh Gott. Wir verrecken hier gerade. Noch mehr Ausdauer. Boah. Das lief jetzt nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Zwei Tränke verbraucht. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Aber kaum welche Treppe hoch hat, nämlich ja schon gesehen. Okay. Mindestens einen Trank wieder rausgeholt. Kappe. Rüstung, kein Rüstungswert. Brauchen wir nicht. Achso, hier ist Öl. Da hätten wir. Ah. Ein Schild erhöht den Rüstungswert. Eisenaxt, Eisenpfeile, Ambrosia, Kartoffel, geronnene Ziegenmilch. Spinneneier. So, können wir uns hier durchhacken? Die dafür zu gut sind. Oh, da ist so ein Ding. Wie komme ich da hin?
sagen, mit Feuer. Zünden wir das mal alles an. Also hätten wir es wahrscheinlich machen können, indem wir hier einfach. So reingebolzt hätte. Das brennt ganz schön lange. Okay, ich würde jetzt gerne noch irgendwie dahin kommen zu diesem Ding hier, was ich durch das schon gesehen habe. Hm. Oh, Geld. Ah, Kette. Nice, so. Truhe durchsuchen. Ein Buch. Federn, Lavendel. Ein magisches Symbol. Und ich habe schon wieder einen Korb mitgepackt. Ah ja, den müssen wir dann mal wegwerfen. So. Bisher haben wir es noch nicht geschafft, gut als Assassine aufzutreten. Wir wurden irgendwie immer direkt. Ah, hier war auch eine Ballistika. Oh. Okay. Wir waren, glaube ich, selber schuld dran, dass der Kampf so kacke lief. Da hätte ich einfach besser mich umschauen müssen. Dann hatten wir hier irgendwo Gebrauchsgegenstände. Ja, nehmen wir mal so ein. Ja, nehmen wir mal so ein Brot, können wir mal essen. Das Leben regenerieren langsam. Das reicht ja. So, gehen wir mal wieder raus. Ja. Hätte besser laufen können, aber fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. So. Hier ist hier sonst, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Da noch hin. Gut, dann schauen wir jetzt mal weiter um hier. Können wir das mitnehmen? Ja, Drachenfrucht. Immer doch. Das wird wahrscheinlich alles wieder auch für Chemie interessant sein, so wie es auch in Skyrim war. So, servus. Okay, da wird nichts Neues. Dann schlafen wir nochmal kurz. 2 Stündchen. So, und wir haben jetzt immer noch das Problem, dass wir hier 24% haben, aber wir haben noch ein bisschen Ambrosia. Das können wir zur Not dann einfach wegsaufen. Aber bis 100% haben wir noch ein bisschen Zeit. So, oh, da vorne. Was sind wir denn da? Zweimal für des Paters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Und das trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern, Händler, Schmied und auch der Bart sind sich heute nicht zu schade. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Also ich muss sagen, echt von den Synchronsprechern, also das klingt alles wirklich echt gut, also. Ich glaube, viel besser wird es auch in einem AAA-Titel nicht klingen. Also, die haben sich da echt Mühe gegeben. Oh Gott, und wir haben irgendwelche Wölfe hier. Fuck it. Alter, haut der rein. Habe ich natürlich auch. Doch, XP habe ich bekommen. 30 für nichts zu. Nice. Gut gemacht. Dies wurde deinem Inventar zugefügt. So, immer alles zum Kräuter mitnehmen, was geht. Die brauchen wir sicher später noch. Oh, hier ist nichts zum Mitnehmen. Ob hier noch mehr Wölfe sind, jetzt schon wieder irgendwas entdeckt uns hier der Hund. Und da vorne irgendeine Ziege. Ui. Obacht. Achtung.
Grenze des behüteten Landes. Hinter diesem Bergpass kann kein Schutz vor Weglosen gewährt werden. Reise sollten sich vor Steinschlägen und Überfällen in Acht nehmen. Ja. Hallo Ziege. So. Ziegenhaut, nice. Nehme ich alles mit, nehme ich alles mit. Dass uns hier noch ein Stein auf den Kopf fällt. Das brauchen wir nicht. Oh, mehr Pilze ist immer gut. Kein geheimer Eingang hinter einem Wasserfall. Schade. Was haben wir denn da vorne? Da raucht es so ein bisschen. Wieder ein Skelettchen. Nee, oh, gebackene Kartoffeln. Aber irgendeines Kerles Lager. Ne, Dietrich überlagert dann. Vielleicht in den Bandit oder ein. Hallo, oh, da vorne. Schauen, ob wir uns hier anschleichen können. Nein, natürlich nicht. Komm schon her! Ich bin kaputt. Nahkampf, Pfeil und Bogen, ey. Ah, oh, da kriegst du das Messer in den Bauch. Selber schuld. Also mit dem Anschlagen, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz, wie ich mir das wünschen würde. Ja, nehmen wir den Bogen mit, den verticken wir dann. So. Jetzt lang. Was mitnehmen. Da sind schon wieder irgendwelche Wölfe rum. Wir müssen auf jeden Fall noch besser schleichen lernen. Müssen wir ein paar Bücher für Schleichen besorgen, würde ich sagen. Und schon wieder entdeckt angeblich hier. Schauen wir noch auf die Karte. Das ist irgendwie ein eigenes Ding. Komme ich denn dann dahin? Geht hier so ein Weg dann links lang oder so? Wahrscheinlich. Ja. So. Ruinen. Boah, da sind schon wieder Spinnen. Stahlpfeil. So, das funktioniert doch schon mal ganz gut. Na komm her. Sehr schön. Pfeile gekostet, hoffentlich kriege ich auch ein paar wieder. Nee, natürlich nicht. Ein Pfeil. Immerhin. Also Bogen ist gerade irgendwie noch effizienter, als so an die Spinnen zumindest dran zu gehen. Ich nehme natürlich alles mit hier. Oh. Das war jetzt fast Verschwendung. Dann haben wir nur Stein. Hier nicht irgendwie rein in die Ruinen, aber ist einfach nur zugefallen. Ja. Da ist der Eingang zu. So. Das ist schon gelootet. Spinnenei, Spinnenei. Oh wei, oh wei. Vorne haben wir irgendeinen Turm. Was? Wer? Wie? Wo? Was? Wo? Oh.
Keine Ahnung, wo die Gegner sein sollen. Oh, fuck it, ey. Wie viele Diebe es hier gibt. Na komm schon, Zigzag hier. Ich bin nicht wie bei Game of Thrones. Ich weiß, wie das geht. Blöde Kuh. Komm schon her. So. Genug ist genug. Du bist jetzt nämlich tot. Die haben alle dasselbe nur dabei. Ah, die haben alle hier Lager. Nehmen wir alles nur mit. Da in der Rede Schack Gold. Setzen wir uns jetzt nochmal hin. Ah. Wie viele Diebe es hier gibt und Banditen. Oh. Okay. Ah, cool. Die Schmuckstatulle. So, das kennen wir schon wie in Skyrim. Nutzt der ja Schloss knacken. Ah, ja, weiter links, so. Sehr schön. Oh, Ring des Pferdlesern. Schleichen ist 7% effektiver, sehr nice. Und ein Ring, der einfach nur was wert ist. Aber den einen rüsten wir doch gleich mal aus. Ist der dann hier bei Ring? Ah, da. 7%, das ist doch nice. Genau das Richtige. Dann können wir wieder zurückgehen. Haben wir hier gleich einen. So. Ah, okay. Dann lassen wir uns einfach runterfallen. So. Was habe ich schon wieder entdeckt? Was ist da unten schon wieder? Oh Mann. Das mit dem Schleichen klappt noch nicht so gut. Hier zumindest gerade keine Gegner. Hier nochmal die Küste, einfach mal den Strand hier ein bisschen an, wenn ihr was so findet. Ah, jetzt müssen wir dann hier da runter wahrscheinlich, damit wir dann nicht hier so hinkommen. Aber wir haben ja keine Eile. Die Untersuchung läuft ja nicht davon. Ah, Einzelteile. Geht auch wieder nach Handwerkszeug. Was wir jetzt hier so entdecken. Bisher nur Gras. Aber hier ist auch sicher noch irgendwo ein Banditenlager. Die gibt es hier wie Sand am Meer. Am Meer. Was ist da in der Mitte von der Insel? Sieht man da irgendwie was? Ne, ist irgendwie eine Ruine. Oh, ein Schiffchen. Vielleicht finden wir da was Schönes zu plündern. Ist das dein Skelett? Ja, das ist dein Skelett. Ich hätte es fast nicht gesehen. Schauen wir mal, ob wir hier fleischloser Verlorener. So, ein Beil und Knochen will und mein Beil hätte ich auch gerne wieder. Dann werden wahrscheinlich noch mehr rumrennen. Also sie sind wahrscheinlich gestorben und dann halt wieder auferstanden, so wie es uns der Jasper erzählt hat, dass hier die Leichen dann einfach keinen Bock haben liegen zu bleiben. Ah, Muschelfleisch. Gern auch mal eine Perle. So, wir machen aber dasselbe wieder. Jetzt erstmal die billigen Pfeile, davon haben wir mehr. So, komm her. Ein Headshot.
Oh, die haben auch einen Bogenschützen. Fuck. Wir machen mal Ausdauer. Ah, fuck. Ich treffe gerade gar nichts. Oh, der trifft alles. Okay, wir ändern unsere Taktik. Packen das Schwert aus und trinken kurz einen Heiltrank. Kann ich hier mal hoch, bitte? Ah, oh, fuck, da hat er uns erwischt. In Header, ey. Und da kommt gleich der nächste, ey. Mist, Mist, Mist. Fuck, Skelette. Das kriegen wir doch jetzt noch hin. Also. Gelockt. Nice. Okay. So. 5 Lernpunkte drin und ein Erinnerungspunkt. Wir machen erstmal Ausdauer. Genau, jetzt sprechen wir mal kurz. Und tun auch gleich uns nochmal die nächsten Erinnerungspunkt verteilen. Dann haben wir das auch. So. Das ist die Frage, was könnten wir jetzt hier... Greift ihr aus dem Schleichen raus, dann habt ihr eine 10% wahrscheinlich auf einen kritischen Treffer. Okay, da können wir noch nicht... Was ist das? Schleichenwürfe mit Bögen 2,5-fachen Schaden. Messer schon mit Dolch und verursachen den 4-fachen Schaden. Okay, genau da wollen wir dann langsam hin. Möchten wir da. Ah, gilt nicht für Dolche. Das heißt, ja, wir werden wahrscheinlich auf Dolche gehen dann. Das gilt ja dann für alles aus dem Schleichen. Aber ich würde jetzt eigentlich fast gerne nochmal hier einen zweiten Punkt reinskinnen. Wir müssen einfach schleichen erstmal, dass wenn, solange wir entdeckt werden, bringt uns das ganze coole Zeug ja nicht. Deswegen. Genau. Ich habe die Sendung bereits freigeschaltet, das heißt, hier haben wir alles. Das heißt, ein bisschen mehr Crit, mehr Schleichen. Dann müssen wir schon mal ein paar Lehrbücher finden, um das Schleichen weiter auszubauen. Denn, ja, wie gesagt, bevor wir nicht gescheit schleichen können, können wir auch niemanden von hinten erdolchen. Da bringt das alles erstmal nichts. Das heißt, erstmal Schleichen ausbauen. Mana brauchen wir jetzt zum Glück nicht ausbauen, erstmal. Zwischendurch mal so ein Heal-Zauber sollte reichen. So. Mal gucken, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Seht ihr den da oben da? Treffer. 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 Er trifft nicht. Treffer. Na komm schon. Treffer! Langsam wird's hier. Na also, geht doch. Ah, da ist er ausgewichen. Na, komm schon. Na, schieß schon. Na, daneben. Schießt da noch einer? Da droht das noch einer, oder? Zieht die kaum, ey. Egal, wir hauen erstmal den da oben um. Welche Pfeile haben wir jetzt eigentlich gerade drin? Die, wo wir ganz viele haben. Nice. So. Zack. Ja, ja. So kann das mal laufen. Ah, fuck. Kaum freue ich mich, geht's schief hier. Ich sehe den auch gerade echt schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr den auch so schlecht seht hier gerade, aber
Ah. Nice. Sehr schön. So, jetzt wollen wir nochmal hier unsere Heilungsmagie mal ausprobieren. Ah. Rechts. Ist ja so. Arkanistenfieber, ja, das ist okay. 24%. Ja, ja. Also wirklich viel halt ist er nicht. Aber dafür haben wir es ganz viel im Gegensatz zum. So.